Mit einem alternativen Launcher lässt sich die normale Bedienoberfläche komplett verändern. Doch welche Launcher-Apps gibt es überhaupt und wie werden sie eingerichtet oder gewechselt? Wer mehr Abwechslung auf seinem Android-Smartphone und vielleicht sogar einen radikalen Tapetenwechsel möchte, der kann sich dazu einen kostenlosen Launcher herunterladen. Bei Google Play gibt es etliche dieser Apps. Gute Nutzerbewertungen erhalten beispielsweise der Evi-Launcher, der Nova-Launcher und auch der Go-Launcher. Wer mehr Funktionen will, kann sich für ein paar Euro auch die Premium-Version kaufen. War vorher auf dem Smartphone noch kein Launcher installiert, lädt man sich einfach das Programm seiner Wahl, beispielsweise den Go-Launcher, aus dem Play Store herunter. Nach Abschluss der Installation, bei welcher der App normalerweise zahlreiche Berechtigungen eingeräumt werden müssen, lässt sich der Launcher über das Symbol auf dem Homescreen starten. Der Go-Launcher ändert sofort das Wallpaper, fragt aber nach, ob das alte bleiben soll. Nach einer kurzen Anleitung kann der Launcher getestet werden. Es gibt beispielsweise viele neue Übergangseffekte und neue Symbole, die jetzt zur Wahl stehen. Stimmt alles, lässt sich die App auch dauerhaft einrichten. Solange dieser Schritt nicht passiert ist, sind die neuen Effekte des Launchers mit jedem Druck auf den Home-Button wieder verschwunden und nach jedem Start des Smartphones natürlich auch. Um den Launcher permanent auf dem Android-Smartphone einzurichten, werden die Einstellungen der App aufgerufen. Das geht beim laufenden Go-Launcher, indem man von unten nach oben wischt und dann auf das Schraubenschlüssel-Symbol tippt. Dann den Menüpunkt als Standard-Launcher festlegen auswählen. Sollte auf dem Smartphone wie bei unserem Huawei bereits vorher ein anderer Launcher installiert sein, so klappt das unter Umständen nicht. Daher ist es nötig, den Launcher über die Standard-App-Einstellung zu aktivieren. Das geht über die App-Verwaltung in den Einstellungen. In der Liste der installierten Apps muss man den Launcher finden, unter Übersicht wird dann der neue Launcher aktiviert. Sollte das alles nicht klappen, kann es sein, dass der Hersteller des Smartphones diese Funktion deaktiviert hat. In so einem Fall empfiehlt sich der Einsatz der App Home Manager, die sich ebenfalls bei Google Play herunterladen lässt. Mit der kostenlosen App lassen sich die verschiedenen Launcher recht einfach wechseln. In der Endcard findet ihr jetzt ein Video mit Tipps, um mehr freien Speicher in Android 7.1.1 zu schaffen. Weitere Infos zum Thema Android gibt es auf turn-on.de.